Du fragst dich, warum dein E-Auto nicht mit der vom Autohersteller angegebenen maximalen Ladeleistung lädt? Oder warum zum Beispiel deine 22 Kilowatt Wallbox nicht die maximale Ladeleistung liefert? Dann bist du hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim. Und wer kennt das als Elektroautofahrer nicht? Man kauft sich ein E-Auto bzw. eine Wallbox mit hoher Ladeleistung und nach dem Kauf stellt man fest, dass das Auto nicht mit der maximalen Ladeleistung geladen wird und das Laden im Endeffekt länger dauert als gedacht. Das ist ganz schön verwirrend und kann durchaus frustrierend sein. Aber das Phänomen lässt sich erklären. Denn wie schnell du an einer Ladestation aufladen kannst, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Die drei wohl wichtigsten Faktoren sind die maximale Ladeleistung der Ladestation bzw. deiner Wallbox, die maximale Ladeleistung deines E-Autos und die Anzahl der Phasen, die der Onboard-Lader deines Elektroautos besitzt. Das schwächste Glied in der Kette gibt die maximale Ladeleistung und somit auch die Ladezeit vor. Schauen wir uns das am besten mal anhand von drei Beispielen an. Nehmen wir an, dein E-Auto hat eine maximale Ladeleistung von 11 Kilowatt AC und du lädst es an einer 22 Kilowatt Wallbox. In dem Fall wird dein Auto trotzdem nur mit 11 kW laden können, da der Onboard-Lader deines E-Autos nicht mehr zulässt. Das schwächste Glied in der Kette ist hier also das Auto. Dasselbe gilt natürlich für öffentliche DC-Ladestationen. Wenn dein E-Auto eine maximale Ladeleistung von 125 kW DC hat, dann lädst du an einer 240 kW DC-Ladestation trotzdem nur mit maximal 125 kW. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Nehmen wir jetzt an, du hast ein Elektroauto mit einer maximalen Ladeleistung von 22 kW AC, lädst es aber an einer 11 kW Wallbox. In diesem Falle wirst du trotzdem nur mit höchstens 11 kW laden können, da die Wallbox mit maximal 11 kW Ladeleistung das schwächste Glied in der Kette darstellt. Dieselbe Logik gilt natürlich auch hier wieder für öffentliche DC-Ladestationen. Wenn dein E-Auto eine maximale Ladeleistung von 125 kW DC hat, dann lädst du es an einer 50 kW DC-Ladestation trotzdem nur mit maximal 50 kW. Kommen wir jetzt zum dritten Beispiel, das sich auf die Anzahl der Phasen des Onboard-Laders bezieht. Nehmen wir an, du hast ein E-Auto mit einem einphasigen Onboard-Lader und verwendest eine Wallbox mit maximal 22 kW Ladeleistung. In dem Falle wirst du dennoch nur mit bis zu 7,4 kW laden können, da der einphasige Onboard-Lader nicht mehr zulässt und das schwächste Glied in der Kette darstellt. Bei einem E-Auto mit zweiphasigen Lader kannst du mit dieser Wallbox theoretisch mit bis zu 14,8 kW und bei einem Auto mit dreiphasigem Bordlader könntest du theoretisch mit bis zu 22 kW laden, solange es, wie gesagt, kein schwächeres Glied in der Kette gibt. Denn aufgepasst! Wie im ersten Beispiel erwähnt, haben nicht alle Autos, auch wenn sie mit einem dreiphasigen Bordlader ausgestattet sind, eine maximale Ladeleistung von 22 kW. Viele von ihnen können nur mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW geladen werden. Ein Renault Zoe kann beispielsweise eine maximale Ladeleistung von 22 kW aufnehmen, während der Onboard-Lader des Tesla Model 3 maximal 11 kW aufnehmen kann. Trotzdem verfügen beide Autos über einen dreiphasigen Bordlader. Gleiches gilt für Elektroautos mit nur einer oder zwei Phasen. Also du siehst, es ist nicht ganz so einfach und sorgt zu Recht für Verwirrungen. Umso wichtiger ist es, dass du dich vor dem Kauf deiner Wallbox und eines E-Autos gut informierst. Prüfe die maximale Leistung des Onboard-Laders des Autos, die Anzahl der Phasen, über die dieser laden kann und die maximale Ladeleistung der Wallbox. Willst du mehr zum Thema Ladezeit und Ladeleistung erfahren, dann schau dir unsere anderen Videos dazu an, die wir dir am Ende des Videos verlinkt haben. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Hast du weitere Fragen, nutze einfach die Kommentarfunktion unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.